Schau aber bei den Christian Hahn, weil er steht schon bereit, flott Kulisse gesehen, schon da. Du bist nämlich zu Kalber beim Francis Jacobs. Ja, moin Marie. Wir sind hier beim Francis Jacobs zu Kalber, mitten auf der Covid hier. Francis, kannst du uns sagen, also wir haben ein bisschen Luft, ich meine, die Heer, dass wir ein bisschen Dinge nicht so der Luft, nur mal als Luft gewählt. wir sind hier mitten auf der Wies, Francis, kannst du uns sagen, wir müssen zählen, wie viel Möglichkeiten hast du ungefähr und wie musst du die, also wie bewirtschaftest du deinen Betrieb? Ja, also dann sehe ich, wo wir wirtschaften mit dem Betrieb. 1980 biologisch. Wir sind Mitgliedsbetrieb bei der Letzteburg. Und wir haben im Moment ungefähr 50 Möglichkeiten. Wir haben einen Ackerbau dabei mit Sandbusch, Propes. Und ja, wie gesagt, hier ja, rundherum, da können wir uns angucken. Ja, ich meine, wir sind hier auf einem Biobetrieb. Das ist mir mal ein Biomilch. Was können die Leute drinnen feststellen? Die macht nach Saatgut, mehr mal ein Hauptkriterium, als ihr mal, die macht so gut wie alles von ihrem Futtermittel, was sie kriegen. Selber, wir stehen noch hier in einer Wiss. Wir wissen, dass da nur noch ein Käfer am Ablauf, du hast es vorhin noch erklärt, geht ja auch darum, den Eiweiß der Käfer zu gehen. Das heißt, wir haben hier nicht nur ein normales Wiss mit Gras. Nein, hier ist eine Zusammensetzung von verschiedenen Pflanzen. Das ist das mal von den Kuckuck, das Reisekliefer an Oldkrei. Es sind verschiedene Kräuter dran. Es sind 5-6 verschiedene Sorten Gräser dran. Und die Kombination, dass zum Beispiel der Weiß an der Rubik, die dann die Nährstoffe, die Gras dann zur Verfügung gestellt kriegen, und beides fließt dann was mehr, quasi als Symbiose. In der Nähe dann sind wir von denen, das klappt nicht mehr zu kaufen. Das ist auf der einen Seite, kriegst du ja, Gras gedüngt und auf der anderen Seite aber auch kaum besser ausgefüttert mit Eiweiß. Das ist, sind am Anfang die zwei Wollen, die durch Klee aufgedeckt gehen. Du hast gesagt, du musst auch nach Saatgut, das Saatgut bleibt das. Mehr hier am Land oder geht es auch teilweise an das Ausland? Wie können Ihnen sich das vorstellen? Das geht also teilweise zuletzt durch angesagt und geht teilweise auch an das Ausland. Das hängt davon ab, wie die Luft passt. Das geht, das geht auf der LSG und das ist gut verstanden. Ja, tipptopp. Möllich bleibt hier am Land bei der Molkerei von der Biog. Ihr habt da vier ein paar so praktisch froh mal gestellt. Ich habe gesagt, was machen wir da, wenn ein Kuh krank ist, was machen wir da, wenn ein Kuh als Beispiel Schutz wird oder so weiter. Und du hast also pur interessante Sachen gesagt, was den du machen können und auch eben Sachen, die aber gut funktionieren, wo du gute Erfahrungen hast. Erklärt leider, denke ich, ein bisschen darüber. Ja, wir schaffen zum Beispiel den Klimat Aromatherapie. Das sind verschiedene Ölische, zum Beispiel Calendula oder Zitronell oder Anis, die auf verschiedenen Plätzen von Kuhagesat gehen. Und damit kann man auf Antibiotiken ziemlich komplett verzichten. Tipptopp, das klingt ganz interessant. Wir haben Fedron auch noch geschwärzt gehabt. Du bist jung, den hast du einen Betrieb drauf. Der soll den Betrieb auch überholen. Du kannst das vielleicht ein kurz ein Feedback nach Ginevalo nicht da mit, was motiviert ihn drin auch weiterzuführen an was möchte Spaß all Tag? Komm mir froh mal so, was möchte Spaß all Tag? Um beneid abzustehen an der Landwirtschaft zu schaffen, auf dem HTW auch, ja. Ja, das ist natürlich so, er hat ja auch Kollegen, die konventionell schaffen an ich gehe um einen KD-Stecker gucken und gesagt, dass du anders das fließt, vielleicht ein bisschen wie von den über uns ohne chemische Düngerschaft. Und da möchte ich schon Gedanken darüber. Mir gesagt, aber auch, dass wie wir schaffen, aber insgesamt gesehen, wie Spaß möchte. Oder wie zum Beispiel Richter vom Krieg. Ne? Wir setzen intelligent sehr an. Das ist, wir lassen den Krieg, den Stickstoff aus der Luft bannen. Für zu leben und als konventionelle Kollege gehen, da ja chemischen Dünger in der Industrie kaufen.
Ja, genau. Und ich denke, nach etwas, das kann man eigentlich ja wirklich einen kurzen Rundumschwung machen. Ich meine, wenn den allmo hinabsteht und den hier so ein Flut sieht. Ich meine, du gehst, Marie, die sitzt du leider an der Schale. Wir sehen hier ganz Lützburg. Guck mal, du siehst, du gehst aber den einen oder anderen, den im Büro muss schaffen, aber neidisch. He? Ich meine, mit den anderen gehst du zurück an der Schale. Ich werde dann mit RTL schwätzen, dass die Pukei unter dem setzen. So, denen wir Bescheid. Nee, wirklich schön, wo ist der Basto zu Kalbach? Ganz flott. Vielmals merci, ihr zwei. Und wir sind ganz sicher, dass wir dich rum gesehen haben, wo aus dem nächsten Dreh ist. Wo geht das hin? Wir fahren bei Perdo Potion.